Ja, moin, servus und hallo, willkommen bei der nächsten Folge Macho Pico. Und zwar haben wir ja die Kirche bzw. Kapelle ja jetzt fertig. Und das kleine Lager haben wir fertig. Und ich wollte mal anfangen, ein bisschen mit dem kleinen Hafen anzufangen. Und ja, schauen wir mal. Dafür müssen wir jetzt erstmal hin. Ruckelt ein bisschen das Spiel. Wie auch immer. Und da gehen wir einfach mal zum Richtung Hafen. Es wird erstmal ein kleiner Hafen. Muss sich ja alles erst entwickeln. Und später will ich noch einen großen Hafen bauen und eventuell irgendwie noch ein Bötchen irgendwie selber bauen. Aus meinen verfügbaren Materialien. Aber erstmal fangen wir einen kleinen Hafen an. Hier soll der große später hin. Und da kommt erstmal der kleine hin. Ich habe ihn schon ein bisschen vorbereitet. Und wir fangen einfach an. Und so die Ausmaße habe ich so ein bisschen schon ausgelotet. Und ja, ich denke mal, wir fangen von außen an und arbeiten uns dann nach innen. Dann so die geografische Lage ist hier recht einfach. Hier war so ein kleiner Pool. Und ja, wir fangen einfach mal hier hinten am äußersten Ding an. Hier, da kommt ein Steg hin, hier kommt ein Steg hin und da kommt dann halt die Anlage selber, so eine Steganlage. Und hier käme dann, wäre dann ein kleiner Weg. Ich hoffe, das passt mit den Booten, aber wir testen einfach mal. Ganz schlicht und einfach. Müssen wir testen, wie das am besten aussieht. Ja. Und so wollen wir dann einfach weitermachen. Was da unten drunter ist, ob das da unten drunter irgendwo noch eine Stütze fehlt oder so, das ist relativ egal. Da dürfen auch Lücken entstehen. Den Grasbüschel mache ich mal weg. Dann sieht es ein bisschen besser aus. So, jetzt müssen wir da wieder einen Anfang bekommen. Und dann ziehen wir das einmal durch. Erstmal bis nach hier. Und dann das gleiche machen wir vorne nochmal einmal voll jetzt. Aber damit es noch ein bisschen schöner aussieht. Ja. So sieht man noch ein bisschen die Steinpfosten. Da kann man, die kann man für Fackeln verwenden. Sieht gar nicht so schlecht aus. So. Muss nicht hundertprozentig gerade alles sein. War ja früher ja auch nicht. Aber so ein bisschen passend sollten wir das schon hinkriegen. So. Und da machen wir noch ein Gegenstück. Und da fehlt uns noch ein Pfosten. So. Und dann kriegen wir das auch einmal verbunden. Ich bin mal gespannt, wie das nachher aussieht. So. Die Höhe war eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Wie wir das hier machen, weiß ich noch nicht. Müssen wir irgendwie den Schwenk nach da vorne hinkriegen. Aber dürfen wir wohl irgendwie hinkriegen. So.
Auto. Oh, sieht doch gar nicht so schlecht aus. So. Was ist, wenn wir den geraden Knick machen? Ah, im Wasser kann man nicht springen. Okay. Wieder was gelernt. So. Aber ich glaube, mit dem Geraden sind wir besser bedient. So. Einmal. Nein. Das ist. Das ist nicht richtig. Ja. So, ja. Und einmal nachher zu machen. Wird schon wieder dunkel. Aber ich habe hier ein Licht. Dann lässt es sich besser sehen. So. So. Das machen wir weg. Und den machen wir auch mal weg. So, ich muss gleich mal Handballen nehmen, aber ist halt vieles ausprobieren. Probieren geht über Studieren. Hauptsächlich, das Hauptsache, es passt dann nachher. So, den Steinträger machen wir. Setzen wir mal um. Da dürfte zwar Erde nachher drüber sein, aber eigentlich müsste es optimalerweise passen. Hm. So. Dann machen wir es. Ja, da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen rausziehen, aber gucken wir mal. Nee, das gefällt mir nicht. Ich will das da bündig haben. Und ich muss wieder trinken. Ja. Kommt eh Erde dran. So. Das gleiche machen wir jetzt bei der nächsten Etage. Einmal die Balken setzen. Und dann wieder Plan draufsetzen. So. Ein. So. Und dann machen wir wieder daneben. So. Dann machen wir aber von hier hinten einmal. Genau passend hoffen das. Natürlich nicht. Wie weit kommen wir denn diesmal? Ja, ich hole mal neue Planken. So. Ja, ich kann sofort ein paar mehr mitnehmen. Dürfte nicht schaden.
Und dann ziehen wir es nochmal durch. Vielleicht reicht das ja jetzt. Nee, das ist es nicht. Ja, schauen wir mal. Einmal durchziehen. Ja, das. Ja, gut, da ist eine Stufe. Tricks mal ein bisschen. So. Und da machen wir jetzt mit dem. Machen wir da weiter. Einfach bündig. Müssen wir hier noch anpassen. Warum passt das denn nicht? Wenn ich den Steinfassen jetzt noch da einsetze, ja, dann habe ich nur einmal versetzt. Muss ich alle nochmal einmal umsetzen. So. Den muss ich auch einmal umsetzen. Das ist der Nachteil, wenn man einen Rahmen falsch baut. Hat er mir eigentlich vorgenommen, hat fließend von einem Ende nach dem anderen, zum anderen Ende durchzubauen. Dann wäre das mir nicht passiert, aber naja. Wird's mal machen. So. Und wieder Steinpfosten. So. Und hier müssen wir alles abreißen. Normal. Aber es geht ja schnell. So. So, und dann können wir da jetzt einmal die Planken weiterziehen. So. Wie sieht das aus? Geht von alleine, okay. Dann können wir das einfach durchziehen. So. Und jetzt müssen wir von hier einmal das erweitern. Ja, einmal alles abreißen und neu setzen. Dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Ja. Noch ein drin. So. Und aber auf der Höhe bleiben wir. Nur einmal ein bisschen vorgesetzt. Okay. Ich guck so schief scheinbar. So. Und dann müssen wir dann auch noch hier hinsetzen. So.
Man kommt hier die nächste Reihe an hin. So. 1, 2, 3. Da könnte man noch mal nach da einen Schwenker machen. Da ist man noch ein Pfosten, ne? So. Machen. Könnt ihr schon mal die Pfosten setzen, damit ich weiß, was ich hier vorhatte. So, und jetzt zu Ende führen. So. Ja, Freunde, da habe ich schon wieder so viel Material. Das kriege ich alle nicht in eine Folge. Deswegen den Rest gibt es beim nächsten Mal. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.